Moin Moin und hoch die Kaffeetassen zu einem neuen Probetässchen. Ja, das letzte ist ja jetzt echt schon eine ganze Weile her. Das war tatsächlich Dex, was mir dann beim Anspielen so gefallen hat, dass ich es auch direkt richtig zocken musste. Jetzt befinden wir uns hier zusammen im Startmenü von A Walk in the Dark. Ja, das ist auch wieder ein Spiel, das eigentlich schon länger in meiner Steam-Bibliothek so rumgeistert. Und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, soll ich es jetzt spielen oder nicht. Weil ich mir eben auch nicht sicher war, ob das ein Spiel ist, was man zusammen recht gut spielen kann. Ich habe mir darunter eigentlich anfangs so eine Art, ja, Adventure vorgestellt im Dunkeln. Es ist aber im Endeffekt wirklich was komplett anderes jetzt gewesen. Aber trotzdem so genial, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das hat einfach irgendwas. Vielleicht was, was eben auch anderen gefallen könnte. Deswegen dachte ich, gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal zusammen nochmal an. Also ich habe definitiv jetzt eben schon ein bisschen gespielt. Ich habe das Spiel vorgestern Abend so ausgegraben und war dann echt eine Stunde dran und dachte mir so, wow, ist ganz cool. Also wir haben hier, wenn ihr die Optionen seht, Settings, so das Übliche, was ihr machen könnt. Das ist jetzt nicht groß der Rede wert. Controls, da habe ich jetzt gerade in meinem Fall das Gamepad angeschlossen. Ich muss auch sagen, ihr werdet wahrscheinlich merken, wenn wir da eine Weile drin sind im Spiel, dass das vermutlich mit Gamepad die bessere Variante ist. Ihr könnt das auch mit Tastatur spielen. Allerdings rate ich euch da tatsächlich zum Gamepad. Also ich hatte das eben kurz nicht angeschlossen und hab's mal angespielt und dachte mir gleich, oh shit, das geht gar nicht. Ja, wir haben hier Challenges, die sind jetzt aber erstmal nicht so ganz relevant. Das sind jetzt im Prinzip die normalen Level. Das ist unsere Map, die wir hier haben im Spiel. Und ihr seht auch unten schon, wo wir hier sind, also Level 54, 55 und das geht noch eine ganze Weile hoch. Also es gibt da richtig, richtig viele Level, soweit ich jetzt weiß, 100 an der Zahl. Die hier weißlich sind, die haben wir im Prinzip schon gemacht. Und ihr seht auch anhand der Map so ein bisschen, wo das eventuell spielen könnte. Wir haben ja auch diverse Abzeichen. Wir haben unsere Bestzeit und wir haben eine Zeit, unter die man kommen kann. Und da könnten wir vielleicht auch schon merken, um was es sich hier handelt. Also wer zum Beispiel das Spiel Vector kennt, das geht in eine ähnliche Richtung. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal ins erste Level. Und ihr seht auch schon, rechts oben geht die Uhr mit, aber die lasse ich auch noch mal kurz sein, denn ich würde euch zumindest einmal ganz kurz diese unglaublich coole Atmosphäre hier zeigen. Also ich muss sagen, ich finde es schon genial. Es ist ein bisschen eine traurige Musik, muss ich sagen. Was eigentlich auch passt, und das ist ein bisschen schade, denn das Intro wird jetzt nicht mehr gezeigt. Wir waren hier unterwegs mit einem kleinen Menschenkind, zu dem wir wohl gehören. Also wir, diese Katze, die wir jetzt hier spielen. Und die sind durch ein böses Monster getrennt worden. Und jetzt sind wir hier als Katze unterwegs, um unser Menschenkind wiederzufinden. Und sind natürlich völlig allein und tappen hier regelrecht wirklich im Dunkeln. Ich muss allerdings sagen, und das ist richtig cool gemacht, nicht nur die Grafik hier, sondern auch diesen ein bisschen magischen, mystischen Hintergrund und diese wunderschöne Klaviermusik. Deswegen stehe ich jetzt hier auch einmal noch mal kurz ein bisschen im Level rum. Denn ihr seht es eben rechts oben an der Uhr, das muss eigentlich eher schnell gehen. Aber das war das Erste, was mich beeindruckt hat, als ich hier in dieses Spiel reingekommen ist, war, dass es eigentlich recht schlicht ist, aber dass für mich trotzdem so eine, ja, doch recht greifbare Atmosphäre rüberkommt. Und die Musik, die fand ich unglaublich schön. Auch ein bisschen traurig, also ist vielleicht nicht ein Spiel, das man so immer spielen kann, wenn man da leicht melancholisch wird, aber ich muss sagen, es passt auch unglaublich gut zum Setting und ich mag die Farben im Hintergrund. Und ich würde sagen, wir schauen es uns jetzt mal richtig an, so wie es gespielt wird. Ich sag gleich dazu, wenn ihr hier auf Restart drückt, das Level geht los. Ihr drückt am besten schon am Steuerkreuz den Laufen-Knopf. Dann könnt ihr ein bisschen Zeit nochmal rausholen. Und im Prinzip ist es das Folgende. Wir laufen hier durch die Level durch. Ihr seht es oben an der Uhr. Am besten so schnell, wie es eben geht. Und ihr seht auch diese kleinen, ich weiß nicht, was das sind, so Pusteblumen, kann man fast sagen. Die
wir jetzt hier in dem Level quasi mitnehmen können. Wenn wir das in dem Level alles mitnehmen, diese Pusteblumen, dann kriegen wir hier eben links angezeigt das Abzeichen Shiny Catcher. Es gibt auch diverse Herausforderungen, die man hier machen kann. Und eine davon ist zum Beispiel, sammle 25 von diesen Pusteblumen, sammle 50 von den Pusteblumen. Und es gibt das Abzeichen hier rechts, das habe ich dann vor 2 Tagen gemacht. Da bietet sich's bei den ersten Leveln zum Beispiel an, dass wenn ihr das einmal gespielt habt, ihr wisst, wie der Ablauf von dem Level ist. Dann macht ihr es einfach gleich nochmal mit dem Restart, denn ihr seid da auf jeden Fall nochmal schneller. Das bietet sich auch an, dass ihr das separat macht, also erst das Level durchspielen vielleicht mit dem Einsammeln der Pusteblumen. Und dann einfach nochmal ganz schnell durchspielen, denn manchmal müsst ihr für die Pusteblumen hier diverse Umwege gehen. Die kosten natürlich Zeit. Wenn man das Level kennt und die Sprünge sind demnach ein bisschen getimter, dann kann man hier auch ganz gut eine bessere Zeit hinkriegen. Ja, die Paarzeit, also die Zeit, unter die man kommen muss, um dieses Abzeichen zu bekommen, das sind hier scheinbar die 23. Ihr seht, hier haben wir es schon ein bisschen schwerer am Anfang vom Level. Und wenn man da natürlich das Level schon mal gespielt hat und kennt, dann bleibt man zum Beispiel auch nicht irgendwo hängen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass es echt schön gemacht ist vom Spiel. Das werden wir auch merken, wenn wir hier ein paar Level spielen. Die Schwierigkeit, die steigt eigentlich relativ schön an. Man kommt erstmal so ins Level rein, ins Prinzip vom Level rein, weiß, was man so machen kann, was man machen muss. Im ersten Level waren es jetzt quasi nur Sprünge. Hier haben wir schon mal ein bisschen uns irgendwo abstoßen müssen. Da kommen jetzt auch fiese Stacheln und Zahnräder dazu. Aber es geht eigentlich alles noch relativ leicht. Ich kann euch aber sagen, das wird sich relativ schnell ändern. Also das ist auch echt eher ein Level, wo man vielleicht eine hohe Frustrationsgrenze braucht ein bisschen. Ich war doch gelinde geschockt, muss ich sagen, als ich angefangen habe zu spielen und habe dann direkt mein Achievement freigeschaltet. Ja, für die Katze 25 mal in den Tod. Ich dachte mir schon, oh, oh, weißt du, so die Crazy Cat Lady in mir, da hat schon das Herz geblutet. Und dann habe ich einen Abend gespielt, ich glaube eine Stunde oder sowas. Und dann kam irgendwie nochmal ein Achievement. Ja, führe die Katze 100 Mal zum Toten. Ich dachte mir, ach du heilige Scheiße. Das Ganze jetzt innerhalb von einer Stunde, das tut einem ja echt weh. Und wir sehen jetzt auch hier, dass wir Kreaturen haben. Also alles, was wir hier berühren, ich zeig's euch mal. Ob das jetzt die Stacheln sind, ob das die Zahnräder sind, ob das hier diese Igel sind. Alles, was wir berühren können, das zieht uns hier natürlich ein Leben ab und wir haben nur ein Leben. Das heißt, ihr dürft eigentlich nicht einmal getroffen werden. Ja, und das ist so eine weitere Besonderheit vom Spiel. Und das wirkt im ersten Moment ziemlich weird, muss ich sagen. So als direkter Kontrast jetzt. Aber das ist jetzt, whoops, tatsächlich das Menschenkind, von dem wir hier getrennt worden sind. Also wir spielen hier in diesem Spiel tatsächlich beide. Wir spielen die Katze und wir spielen hier dieses Menschenkind. Und ich muss sagen, wenn man hier diesen wunderschönen Wald hatte mit seinen Hintergrundfarben, die ja doch eher so mystisch sind, in das hier reinzugeraten, das war erstmal so ein bisschen ein starker Kontrast. Und es hat mich auch im ersten Moment direkt mal an Alice Madness Returns erinnert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es einfach so ein bisschen strange und weird ist. Und das Spiel hier oder die Segmente hier mit dem Menschenkind, die arbeiten so ein bisschen mit der Gravitation. Also wir können hier nicht unbedingt springen, denn jeder Sprung dreht quasi die Gravitation um. Und so wechselt das tatsächlich immer ein bisschen ab im Spiel. Also wir haben einmal Level, die wir, sag ich mal, mit der Katze spielen. Und wir haben Level, die wir hier mit dem Menschenkind spielen. Oder mit dem Mädchen. Ja, und die sind schon ziemlich knackig. Also das sah jetzt auch immer noch okay aus. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, hier im ersten und zweiten Level mit dem Menschenkind gestern oder vorgestern war es eben,
auch schon ganz gut gestorben. Also da waren ein paar Versuche dabei. Das ist nicht ganz so easy. Wie ich da dran kommen soll, ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar. Nee, ist mir nicht so ganz. Ah, warte mal. Ich glaube, die wollen, dass man... Ups. Okay, jetzt stecken wir hier fest. Das ist nicht so geplant. Ich glaube, man kann... Ah, ich dachte, man könnte hier nochmal hochkommen. Okay, hier unten rum geht's auf alle Fälle nicht. Ah gut, ich muss mir das so nochmal ein bisschen angucken. Ist zum Zeigen wahrscheinlich jetzt nicht so Bombe. Ups, da bin ich gesprungen. Ja, da geht's schon wieder los. Also die Level werden auch später raus richtig gespickt von Fallen. Und da muss man wirklich auch ein bisschen... Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt hier die Zeitanzeige hat. Aber so ein bisschen Geduld braucht man. Zumindest beim ersten Mal durchspielen, dass man sich zum Beispiel anguckt, okay, wie sind die Level alle so aufgebaut? Was ist da denn überhaupt alles? Ups. Ja, und so leicht passieren hier die Tode. Also da ist es mit den 100 Mal zum Tod führen und so, ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ups, da sind wir wieder rein, da sind wir wieder rein. Das gibt's doch nicht, da schon wieder. Also das ist, ihr braucht da echt ein bisschen eine höhere Frustrationsgrenze bei dem Spiel. Ja, und ich glaube, das ist auch das Level, wo ich beim ersten Mal ordentlich gehangen habe. Da muss man, da darf man auch echt keine Angst haben. Man muss da wirklich vorwärts drücken, sonst kann es sein, dass der Sprung einfach nicht so lange geht, wie er jetzt hier sein sollte. Und immer so ein bisschen auch hin und her regulieren. Also, das dauert dann ein bisschen, ja. Aber ich finde es ehrlich gesagt echt gut. Und ich finde die Abwechslung auch gut zwischen den Waldleveln, wo wir wirklich rennen und versuchen, gut zu rennen und da irgendwie abzupassen. Und dieser Arbeit, sage ich mal, mit der Gravitation. Also, das ist auch wieder eine andere Art von Denken und Gucken und Probieren. Aber ich muss sagen, ich finde es auch schön, dass das immer so ein paar Level sind. Also man wird jetzt nicht frustriert von den Leveln eben. Oder sagt, okay, jetzt, puh, ist es ja ein bisschen was gewesen. Könnt mal wieder so ein bisschen gechillt vor mich herlaufen und dann bekommt man eben diese Level hier. Wobei ich wirklich sagen muss, mir gefallen diese hier ein bisschen besser. Also einfach anhand der Musik, anhand der Hintergründe einfach. Ich finde das Grün relativ beruhigend, wenn man das so nennen kann, beim Schnelldurchlaufen. Und hier kommen wir auch tatsächlich erstmals in den Gebrauch von der wir müssen uns tatsächlich ducken Funktion. Denn wenn wir jetzt hier normal durchrennen... Hey, wir sind zwar eine relativ magere Katze, aber ups, aufgespießt finde ich die auch nicht so toll. Also es ist echt, wenn man Katzenfan ist, das Spiel, da blutet einem wirklich stellenweise schon das Herz, ja. Aber ihr merkt wirklich, die Schwierigkeit, die steigt so relativ leicht an. Es kommt immer wieder ein bisschen was dazu. Hier muss man zum Beispiel... Nicht stehen bleiben, sondern weiterlaufen. Hier musste man einfach gucken, dass die Sprünge über das Zahnrad nicht ganz so hoch geraten. Denn sonst würden die Fledermäuse hier runterkommen und euch erwischen. Und wir merken auch, die Hintergründe, die ändern sich. Es wird langsam düsterer im Wald. Es wird ein bisschen bläulicher. Ja, also da habe ich auch tatsächlich noch Zeiten, wo ich mal dran arbeiten könnte, aber das ist dann so Zeug mit den Achievements. Das macht man vielleicht mal, wenn man irgendwie keine Zeit hat oder so, aber es ist ganz nett so für ein bisschen zwischendurch spielen einfach. Also wir haben auch diesen Wandsprung, den wir aus diversen anderen Spielen kennen. Ups, der war eigentlich fast zu kurz, dachte ich, aber okay. Also ist natürlich auch ein Spiel, was vielleicht nicht für jeden was ist. Ich habe tatsächlich das Let's Play zu Vector beim Björn vom LSNPD gesehen.
Wobei das ähnlich eben funktioniert hat mit diesem Trial and Error. Also ihr müsst da wirklich ein bisschen gucken, wie mache ich das gerade, wenn ihr eben hier diese Löwenzähnchen, diese Pusteblumen mit einsammeln wollt. Dann kann es auch sein, dass ihr da erstmal ein bisschen rumprobiert und schaut, wie komme ich denn da dran und so weit. Oh Gott, ja. Das sind die kranksten Level ever. Da habe ich gestern auch noch ein paar von den späteren gespielt. Das ist im Prinzip ein Autoscroller, also ne, die Figur rennt von selbst und ihr müsst dann einfach nur... Oh, okay, Errungenschaft freigeschaltet. Die bekommt ihr, wenn ihr eins von den Cave-Leveln, von den Höhlen-Leveln, ganz durchspielt, ohne einmal zu sterben. Das habe ich irgendwie nicht gemacht das letzte Mal. Aber ich muss sagen, die finde ich ziemlich hardcore, denn... Ups. Denn ihr könnt da gar nicht über die... ich muss die Musik mal ein bisschen runterdrehen. Denn ihr könnt da gar nicht über die Geschwindigkeit entscheiden, sondern ihr könnt tatsächlich nur die Sprünge abpassen. Ducken. Abpassen. Springen. Springen. Oh mein Gott. Wow, ich habe Angst. Ich hasse diese Level. Ich hasse sie. Also die sind, finde ich, irgendwie... schwieriger als die Waldlevel und die sind auch schwieriger als die Level mit dem Menschenkind. Und wenn ihr hier diese glitzernden Punkte seht, da habe ich mich drauf verlassen, dass da auch einer ist, sind das in dem Fall keine Shiny-Pusteblumen, die wir hier einsammeln können, sondern die katapultieren uns hier nach oben. Ihr braucht also hier nicht drücken, ob ihr hoch oder runter wollt. Das machen dann diese Dinger für euch. Muss man natürlich auch erstmal wissen, habe ich jetzt auch wieder einen Moment gebraucht. Ja, hier auch. Ups. Also die sind schon, die finde ich schon ziemlich hart zu spielen. Muss auch gerade ein bisschen gucken, dass mein Mikro nicht im Weg ist hier. Wow, boah. Also die verlangen einem schon ein bisschen was ab. Das ist auch kein Spiel, was ich so länger am Stück spielen kann. So für zwischendurch so ein paar Level machen und probieren ist voll okay. Aber dann hört es bei mir ehrlich gesagt auch schon wieder auf. Puh. Boah, ey. Also da bleibt einem echt ein bisschen die Spucke weg. Aber wir sind wieder im Wald. Und ich finde es auch wirklich gut, denn wenn man so ein paar Level vom selben Stil gemacht hat, dann wird es vielleicht doch ein bisschen anstrengend. Und dann finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man so ein Level hat, ja, was jetzt vielleicht ein bisschen Autoscroller ist, wo man wirklich direkt reagieren muss. Und dann hat man so ein Level, wo man jetzt... klar, auch die Zeit hat, aber da kann man ja beim ersten Mal so ein bisschen durchrennen und einfach für sich probieren. Ihr seht hier auch schon an den Böden, die so aussehen, die lösen sich auf. Ihr könnt also tatsächlich nur einmal draufsteigen. Ist jetzt auch wieder ein neues Element, was dazu kommt. Also das ist das erste Level, wo wir die hier dabei haben. Die kommen auch später als Wände vor, an denen wir uns hier abstoßen können. Also da müssen die Sprünge dann halt auch eher mal sitzen. Weil wenn die sich hier natürlich auflösen, dann hat man da nicht so unbedingt die Möglichkeit dazu, da nochmal großartig zu gucken. Denn die sind ja weg. Die könnt ihr hier nicht mehr irgendwie dazu holen, es sei denn, ihr fangt das Level nochmal neu an. Oh, da sind wir tot. Das habe ich schon gesehen beim Losspringen. Aber würde mich mal interessieren, was ihr von dem Spiel denkt, ob das so ein Spiel wäre für euch. Oh, und da backen wir tatsächlich rum. Okay, Bug habe ich hier noch nicht gehabt im Spiel. Aber ich muss sagen, ich fand's gut. Trotz dessen, dass ich eigentlich gedacht habe, naja, wir kriegen hier so ein kleines Adventure. Ja, wir gehen hier so im Dunkeln als Tier durch den Wald, suchen unser Menschenkind, decken dann vielleicht irgendwelche Rätsel auf, müssen dann irgendwie gucken, wie wir da durchkommen oder so. Und dann war das was komplett anderes. Also ich habe es dann angemacht, habe es dann angefangen, dachte mir so, oh, das ist ja was ganz anderes als das, was du gedacht hast. Huch. Und habe dann einfach mal so ein bisschen vor mich hingespielt und muss sagen, ich fand es dann aber doch
ganz gut, was vor allem vielleicht auch daran liegt, dass die Musik nett ist, aber nicht aufdringlich. Und hier haben wir auch direkt ein neues Element. Das sind diese Dinger, die hier verschossen werden. Und da ist eigentlich auch nicht viel zu sagen. Da dürfen wir auf alle Fälle nicht reinkommen, das ist klar. Also das ist wirklich auch eine Sache, die ich gut finde am Spiel. Wir werden hier tatsächlich relativ leicht so ins Spiel eingeführt. Also der Schwierigkeitsgrad, der steigt relativ langsam an, sage ich mal, im Vergleich. Es kommt immer so ein Element dazu, wo man erstmal ein bisschen leichteres Level wieder hat und wo man sieht, aha, okay, so und so funktioniert das im Prinzip. Und dann wird das halt immer so ein bisschen gesteigert und man arbeitet damit. Also das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Pusteblume. Also ich weiß nicht, ob es für einen von euch ein Level ist, ob ihr sagt, oh, das ist was, was ich mal gern probieren würde. Ich zeige jetzt auch deshalb einfach nicht so viel davon, weil die Level sind halt relativ... ups. Weil die Level sind halt relativ kurz und man kommt da auch relativ schnell durch. Die Schwierigkeit ist da natürlich zu gucken, will man jetzt da irgendwie eine besonders gute Zeit haben, will man da irgendwie Achievements bekommen oder so. Dann ist es natürlich gegeben, dass man da noch ein bisschen mehr rumprobiert im Spiel jetzt. Das werde ich vielleicht auch dann machen, wenn ich jetzt Zeit habe, denn ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Achievement-Jäger. Wenn was dabei ist, wo ich sage, ja, das ist irgendwie machbar, dann mache ich sowas auch mal. Bin jetzt eher nicht so der Mensch für Achievements, wo ich mir wirklich ordentlich einen abbrechen müsste, es sei denn, ich mag halt das Spiel unheimlich. Dann ja. Hier muss man sagen, gerade am Anfang sind die relativ gut machbar noch, die Achievements. Aber ist halt natürlich jedem selbst überlassen, was er hier machen will und was nicht. Jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, wo ich lang will. Wo will ich denn hin? Nicht hier hoch, oder? Doch, doch hier hoch? Ah, okay, da unten wäre jetzt natürlich so eine Shiny-Dingens gewesen, was man mitnehmen könnte. Und auch hier kommen jetzt wieder diese Geschosse zum Einsatz, die wir auch im Forest schon hatten, im Wald. Was natürlich fies ist, denn ihr habt vielleicht auch erstmal das Prinzip von der Katze noch so im Kopf. Und dann geht es hier natürlich wieder um die Gravitation. Also das hat mich, glaube ich, beim ersten Mal getiltet, weil ich gedacht habe, oh, ich muss da irgendwie rennen. Und bin dann automatisch gesprungen, weil ich noch bei der Katze war und habe dann gemerkt, dass ich da oben in den Stacheln lande. Also es ist schon ganz gut gemacht. Man muss wirklich ein bisschen mitdenken. Wow. Aber ich finde es, wie gesagt, relativ schön, weil es wechselt sich echt ganz gut ab hier, die Level. Also würde mich wirklich mal interessieren an der Stelle, was ihr davon haltet. Betreffend Hintergrund, Musik. Ob das ähnlich auf euch wirkt wie auf mich. Oder ob es vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich was wäre, was er noch nicht kannte und mal spielen wollte. Denn ich glaube, ich habe A Walk in the Dark tatsächlich in einem Steam-Sale mir damals geholt. Für, ich glaube, noch nicht mal 2 Euro oder so. Oder 2,50 Euro, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall echt nicht viel. Ist jetzt natürlich für mich, wäre das jetzt auch kein Vollpreistitel oder sowas, ganz klar. Aber ich muss sagen, so für das, was es bietet, finde ich es eigentlich echt gut. Da hätte es für mich jetzt auch, ich weiß nicht, was es normal kostet, 5 Euro, 7 Euro, irgendwie sowas. Finde ich auch durchaus angebracht, so vom Preis her. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, noch nicht super viel gespielt. Also es hat gut 100 Level. Ist natürlich die Frage auf lange Sicht, wie da die Abwechslung ist, wie die Schwierigkeit ist. Ob die Toleranzgrenze irgendwann so ist, dass man die späteren Level gar nicht mehr spielt, weil es halt zu krass ist. Das ist alles was, was sich dann irgendwie beim späteren Spielen noch zeigt. Aber ich muss sagen, so im Moment ist es auf jeden Fall was Schönes, Kurzweiliges für zwischendurch. Hatte ich bisher ziemlich viel Spaß mit. Muss aber auch sagen, ich brauche da wirklich ein bisschen Konzentration zu. Also nach so einem langen Arbeitstag da irgendwie mehr als 5-6 Level zu spielen. Ich weiß nicht, ob das sowas ist. Okay, ich würde sagen, eins davon machen wir noch. Dann bin ich vermutlich einfach durch.
Weil die Cave-Level, die finde ich wirklich krass. Ja, die sind wirklich krank. Krankhaft ist das. Da kann ich auch auf Speed und auf Kaffee sein, wie ich will. Das ist immer noch furchtbar. Ups, da war ich zu spät. Boah, wenn ich das Achievement krieg mit den 1000 mal umbringen, dann... Mein armes Katzenhalterherz, ey. Das arme Kätzchen. Ja, aber ich würde sagen, für so ein kurzes Angezockt lassen wir es dabei erstmal. Ich zeige euch vielleicht noch eins von den späteren Leveln tatsächlich. Die fand ich nämlich auch ziemlich cool. Also ihr seht hier anhand der Map immer, wo wir hier im Forest sind, wo wir in den Höhlen sind, wo wir hier diese Strange Levels mit dem Menschenkind spielen. Wir haben hier tatsächlich auch neue Level. Und zwar ist das so eine Art altes Haus. Und auch hier eine andere Musik, aber wie ich finde, eine richtig passende. Mich hat das ehrlich gesagt eher erstmal an das Innere von einem Schiff erinnert. Ich weiß nicht warum. Auch weil es so ein bisschen knarzt vielleicht. Aber ist auch wieder schön gemacht. Also mir gefällt bisher wirklich die Abwechslung hier im Spiel. Sagte sie und sprang da mal rein. Gut, aber ich würde sagen, so fürs erste Angucken belassen wir es vielleicht dabei. Würde mich, wie gesagt, mal interessieren, wer es vielleicht auch hat, wer es vielleicht schon gespielt hat oder wer es vielleicht spielen will nach dem Angucken. Also wie gesagt, im Steam Sale ist das so das letzte Mal, ich glaube, für noch nicht mal 2 Euro drin gewesen oder gerade mal 2 Euro. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt viel für so ein Spiel. Ich muss sagen, mir hat es zum ersten Eindruck her super gefallen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon, ja, 38, was heißt schon, ne? Es sind 100 Level, aber ich habe 38 gespielt. Ich habe auch mal ein bisschen rumprobiert, auch hier mit den Bestzeiten, die man haben kann oder mit der Part-Time einfach. Und ich muss sagen, es ist ganz gut. Es bietet Herausforderungen. Ich muss sagen, die Cave-Level finde ich ein bisschen heftiger, ehrlich gesagt, von den Reflexen her. Also man muss wirklich relativ schnell da später raus reagieren. Nichtsdestotrotz schöne Abwechslung von den Prinzipien her. Gravitation, Durchrennen, Autoscroller. Also es hat von allem ein bisschen was dabei. Damit gönne ich mir erstmal hier meinen Restkaffee. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!